Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Phasmophobia! Ja, wo jetzt gerade 7 Days to Die sagen, ne? Nein, ich wollte Phasmophobia! Ich wollte es gruselig gestalten. So, wir haben es hingekriegt mit dem Inventar. Jeder kriegt jetzt eine Taschenlampe. Wir haben alle voll, alles viel. Ein Thermometer, aber was mich interessiert, ist die Polaroid. Geht nur drei, ne? Was habe ich denn noch? Eins, zwei. Wieso habe ich denn das Knicklicht? Habe ich das gerade genommen? Ich würde gerne mal. Ich muss vielleicht ein Foto verschwenden, weil ich möchte gerne herausfinden, wie die Polaroid funktioniert, ob ich mir das Bild in der Hand angucken kann oder ob ich es mir im Journal angucken muss. Da unten so. Liegt noch so eine. Wir haben wieder einsteigerfreundlich 5 Minuten Vorbereitungszeit. Die haben wir letztes Mal vergessen. Wir haben uns in die Hose geschissen, obwohl wir noch Zeit hatten, bevor der Geist überhaupt was macht. Reagiert auf alle, die liebe Sophie Ramirez. Wir müssen den Geist während der Jagd entkommen. Das machst du. Schieße ein Foto vom Geist. Finde mit dem EMF-Reader Beweise für das Übernatürliche. Hab ich. So, Schlüssel hast du auch. Tanglewood hat... genau. Das war das Haus mit dem einen Keller. Habe ich Licht an? Wow. Damals war das aber Tür auf mit E, ne? Nein. Hier ist schon gleich, natürlich. Nein, Tür war immer mit Mauszeiger. Nein, mit Doch, E. Doch, nein. Tür war mit Mauszeiger, Jasmin. Jo. Hier war auch schon Aktivität eben, ne? Ja, ich guck gerade. Sophie! Wir sind zu Hause! Aber hier ist ein Schild mit Nancy. Das Abendessen war so toll. Wo ist der Babysitter? Welche Tür waren auf? Gar keine. Hä, doch, die hat doch hier irgendwo eine Tür aufgemacht. Ja, es war was zu hören, aber ich habe jetzt die Türen sind alle zu hier. Boah, ich sehe halt mit dieser Taschenlampe so unfassbar viel. 20 Grad bis jetzt. Ich laufe mal durch die Küche. Essbereich. Ich habe noch gar nicht nach verfluchten Gegenständen geguckt. Punkt für mich. Wo waren hier der Lichtschatten? Da, ne? Ist das der? Hier ist der Spiegel. Guck doch mal rein, wo der Geist ist. Ne, das kannst du gerne machen. Das überlasse ich dir. Wie ist denn jetzt so? Warte mal. Ja, wo soll ich sonst hin? Okay, die Polaroid-Kamera ist trotzdem cool, aber schade, man kann sich die Fotos nur im Journal angucken. Nicht in der Hand. Kann ich mit den Zahlentasten, geht das gar nicht. Ich kann nur mit dem Mausrad wechseln. Okay. Im Badezimmer ist Sophie auch nicht. In ihrem Kinderzimmer auch nicht. Ist hier noch die Poffel drinne? Stimmt. Ist noch. Also ich habe hier mit dem EMF gar nichts. Ich habe hier leichten Temperatursturz. Im Badezimmer vorne an der Eingangstür, da bin ich jetzt schon auf 15 Grad. Weiter fallend. Also ich habe hier zumindest weniger Temperatur als in den anderen Räumen. Steigt das hier im Flur wieder? Boah, das ist ja... Da fand ich das Digitalthermometer aber praktischer. Gut, sie muss also eigentlich... Sollte sie hier im Badezimmer sein. Vielleicht ist es leichter mit dem EMF-Reader jetzt als mit dem Thermometer, den Geist zu ermitteln. Wo ist der? Im Badezimmer vorne. Mal die Kamera noch mal zur Seite. So. Du hast einen EMF-Reader, hast du ja dabei, ne? Ja, aber... hier, der schlägt aus. Knicklicht hast du auch? Ja. Hier, Fingerabdruck an der Tür. Oh, sehr schön.
Ultraviolette Beeinflussung. EMF war hier auch eben ein bisschen, aber nicht weit. Ja, vielleicht hier. Ja, ich weiß nicht, wie groß die ist. So, Sophie, auf der Toilette habe ich dir ein Buch hingelegt, ne? Schreib doch mal da rein. Weise Finger. Also schreib ins Buch. Gefriertemperatur war ja nicht, ne? Nee. Bis dato nicht. Wir haben 15 Grad hier drin gehabt. Musst du echt in der Hand nehmen, ne? Sonst kannst du nicht sehen. 8 Grad. Oder 45 Grad Celsius. Wir können einmal eintragen hier im Journal ultraviolettes Licht. Ey, schon. Also schon. Ah, Geisterjäger mit Spaß und Spannung. Sanity haben wir noch gut. Erscheinen tut sie auch noch nicht. Du kannst noch reingehen, noch ist Geisterstunde nicht erreicht. Ah, mein Erinnerungsfoto machen hier. Jasmin, guck mal. Von deinen Heldentaten. So. Sophie, kannst du mit mir reden? Wir haben Gefriertemperaturen. Ja? Ja. Bei EMF ist, glaube ich, nicht. Kannst du mit mir reden? Jetzt habe ich gequatscht. Hat die gerade geflüstert durch die Geisterbox, oder? Weiß ich nicht, habe ich nicht gehört. Ich bin gerade draußen eintragen. Hast du leise was gesagt? Nee. Kannst du mit mir reden? Da vibriert ein Telefon. Ja. Auf die Nachricht habe ich gewartet. Die Message. Ja, gib mir eine Message. Cool. Sophie, wie bist du gestorben? Oder wie alt bist du? Einen Knochen hast du bis jetzt nicht gesehen, ne? Mhm. Bestimmt im Keller, weil da war ich noch nicht. Das kann sein. Solange wie Sophie hier nicht ins Buch schreibt oder nicht mit uns reden will, kann ich ja mal im Keller gucken. Gott sprach, ich werde Licht. Doch, er fand den Schalter nicht. Kann das hier auch im Gerümpel, also im Regal liegen? Ja, ne? Hier haben wir keine Knochen. Keine Leichen im Keller. Aber ein Pinsel. Pinsel haben wir da. Willst du mit dem Pinsel? Nur streichen. Ein bisschen renovieren hier. Das Haus will vermarktet werden. Ja, ja. Die Kartoffel gab es ja kein Geld, ne? Beim Foto? Nö. Glaub nicht. Und so ein Knochen würde jetzt auch nicht im Schrank liegen irgendwo, ne? Eigentlich. Weiß ich nicht. Ah, oh, Licht also ist aus. Lag eben, also in der ersten Runde lag der auf dem Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch? Mhm. Okay, ich gehe nochmal oben gucken hier, ob der auf der Waschmaschine liegt. Waschmaschine? Waschmaschine. Auf der Clothes Cleaning Machine, wie es auf Englisch heißt, ne? Keine Ahnung, wo hier ein Knochen ist. Hat bestimmt der Hund wieder geklaut. Hä? Wieso ist das hier so dunkel? Bist du doof? Lass das jetzt. Lass das jetzt, Jasmin. Ah, hier, ich habe ein Stück Wirbelsäule. Hm. Ich nehme die mal mit als Andenken. Deine gleich. Sophie hat hier kein eigenes Zimmer, aber Nancy. Nancy.
So. Sophie, vermagst du denn ins Buch zu schreiben? Mal eben eine Kamera. Aber die ist... Also wir haben hier zwar Gefriertemperaturen. Und ich höre hier ständig eine Klinke. Aber die Tür bewegt sich nicht. Orbs. Glaube ich. Ja, Orbs. Ach stimmt, die gibt's ja auch noch. Handtuch. Ein Handtuch. Da ist ein Orb. Da ist ein Handtuch im Badezimmer, Jasmin. Lustig. Was ein genialer Witz, war. Das habe ich mir selbst ausgedacht. Hätte man nicht gedacht, nicht? Ja, hier ist der Urbs. Vielleicht doch. Was haben wir denn noch jetzt hier für Quest? Eine schon ab. Ouija Board können wir ja nicht machen, weil wir den Spiegel haben. 0% geistige Gesundheit hast du sowieso. Nur nicht im Game. Ist ein Foto vom Geist. Ja, da ist noch eine Kamera, ne? Hier. Da. Nimm die doch mal, Jasmin. Ich find's cool, wie du bei den Beweisen mit auftauchst. Dein Erinnerungsfoto. Das hier ist die Kamera? Nee. Da, hier, dieser Kasten da. Geh weg. Mega cool, ey. Hat was Nostalgisches. Oh, schade, ich kann nicht weiter so auf die Höhe. Was denn? Diese Fotos von dir. Hä? Ich sehe nix. Ich sehe nichts von mir. Hä? Kannst du die Bilder nicht sehen? Doch, aber nicht. Da bin ich doch nicht drauf. Bei mir schon. Ne, ich nicht. Auf gar keinem? Hier ist nur das Bild mit dem... Mit dem grünen Bild, was da hängt. Hier ist die Wirbelsäule, hier ist der Eingang, hier ist der Spiegel. Okay. Okay. Vielleicht bist du der Geist. Vielleicht. Oder ein Vampir und du hast kein Spiegelbild und deswegen kann man keine Fotos von dir schießen. Ich muss die erstmal anmachen. Okay. So, Geist haben wir ermittelt. Sophie, zeig dich doch mal für ein wunderschönes Erinnerungsfoto. Sophie. Was macht denn der Handtuch eigentlich? Stärken. Bei niedrigen Temperaturen können sich Handtuch schneller bewegen. Schnechen. Die Schnäche eines Handtuchs bewegt sich in wärmeren Bereichen langsamer. Wie viele Bilder kann man damit machen? 5. Müssten es sein. Sophie! Rufe ich hier die ganze Zeit den richtigen Namen? Ja. Sophie Ramirez, du kommst sofort her und räumst dein Handtuch hier weg. Erscheine. Sophie? Bist du hier? Haben wir hier noch Gefriertemperaturen? Eigentlich muss doch das Badezimmer sein, oder? Jasmin, du darfst gerne wieder reinkommen. Ich hab gedacht, warum kannst du da draußen was sehen? Sophie! Zeig dich doch mal! Erscheine, ich beschwöre dich, Sophie! Das ist ja sehr spannend. Ist das spannend? Wo ging denn die Tür auf? Sag mal, da frage ich mich auch die ganze Zeit. Hast du hier ein Buch hingeschmissen? Nee. Hast du hier ein Bild hingeschmissen? Habe ich nicht. Sophie, bist du hier im Flur? War das die Schranktür vielleicht? Oh, Sophie, zeig dich doch mal. Komm doch mal raus, Sophie. Hm.
Oh, das ist ja gar nichts. Nichts und wieder nichts. Sophie! Ich habe eine Idee. Ah, nee, das geht nicht. Hm. Instabile Stromleitung hier, wa? Ich bin dafür, du gehst zum Spiegel und guckst da rein, bis deine Sanity auf Null ist. Nein. Und dann wird sie kommen. Und dann machst du schnell ein Foto und ich auch. Nein. Bist du nicht der Meinung? Geh mal rein, bitte. Ich kann nicht weitergehen. Geh doch. Hast du Angst? Nee, geh doch. Ja, von mir sterbe ich eben, ist mir doch egal. Sophie, du alte Kackbratze, komm mal raus hier. Baba will ein Foto machen. Baba? Ich hab die Autoschlüssel geklaut. Oh, lustig, Jasmin. Naja, ich weiß. Ein Bartagam. Oh, das ist ein schönes Bild. Mann, ey, ist sie langweilig. Ja, ohne Witz. Sophie, du bist kacke. Bin voll langweilig hier. Sophie. Sophie Ramirez. Hand, kill. Erscheine. Da läuft sie wieder raus, die alte. Musst du nicht irgendwas drücken dafür? Du meinst... Na Maus, Push da wird er reden. Ja. Habe ich eigentlich eingestellt, dass das dieser Knopf hier ist. Was waren bei mir? Rechts, ne? Oder V. Nee, links. Versuch mal V. Und dann? Was soll ich damit machen? Aber ich habe dich auf leise gemacht. Ich kann dir nicht sagen, ob das denn funzt. Aber hörst du mich in-game nicht? Hast du mich auf Null gemacht? Doch, ich höre dich. Okay. Hä? Also, ich habe auf Null gemacht, ja. Ja, dann hörst du mich ja nicht. Ja, mach mal, frag mal was. Hallo. Ja, ich höre dich. Okay, ich habe dich auf Null. Kann ich das noch nachträglich abändern? Geblockte Spieler, Jasmin blockieren. Hörst du mich? Warte. Mal nochmal. Hörst du mich? Hörst du mich? Oh ja. Hä? Nein! Hörst du mich jetzt? Hey, ich hab dich eben schon gehört. Walkie talkie. Ja, aber welcher... Welcher war denn das, wegen Reden? Welchen muss ich denn da drücken? Hallo? Ja? Nee, ich such grad das Walkie talkie. Linke, also bei mir ist du warst doch schon in-game hörbar. Das gerade nicht, was du von mir willst. Ja, also muss ich nichts drücken. Rede mal. Ja, was soll ich? Ich rede jetzt ganz normal. Und jetzt drück mal deine Push-to-Talk-Taste, die du eingestellt hast. Welche denn? Drück mal V beim Reden. Ja, habe ich. Und jetzt? Drück mal deine rechte Taste da, die du mal eingestellt hast. Die hier? Ja, genau. Ist das die? Ja. Die ist das? Die ist. Ja. Hä, hey, wie waren das Walkie-Talkie? Sophie! Zeig dich! Oh Mann, jetzt habe ich keine Fotos mehr, glaube ich. Ich glaube, ich habe gerade Scheiße gebaut. Hast du nicht linke Maustaste bei dir? Bei mir ist es hier an der Seite die beiden kleinen Knöpfe, der erste. Ja, den habe ich für Push-to-Talk eingestellt, aber... Aber Walkie-Talkie habe ich irgendwie nicht. Sophie, erscheine! Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Walkie-Talkie ist auf B bei mir. Ah. Hallo? Sophie, ich weiß nicht, ob ich noch Fotos hab. Tatsache, kann man unendlich viele machen? Warum machst du nur die ganze Zeit Bilder? Na, ein paar Mal war es aus Versehen und jetzt wollte ich gucken, ob ich noch Hallo? Fotos machen kann. Hör dich nicht mehr. Hallo? Was denn? Du hörst mich doch. Hallo?
Patrick! Ja? Du Arsch! Warte mal. Hörst du mich jetzt? Ich hab dich nicht gehört eben. Und jetzt? Du Stinkmorchel, du Kacklurch, du. Ah, ich weiß wieder, warum ich jetzt das Mikrofon auf B hab. Mit der anderen Taste, die ich sonst hatte, mute ich mich in Discord. Mhm. Du alter Kackschlüpper, du alter Kacklappen. Und du wirst nie erfahren, wie ich über dich rede. So, Jasmin, du bist einfach die Beste. Ja? Es ist nun mal Fakt, dass wenn ich diese Taste drücke, du mich einfach nicht hörst, du Hohlbirne. Okay, die verarscht mich echt nicht. Was denn? Nix. Hä? Nix, gar nix. Wie verarschen? Sophie, du alter Kackschlüpper, jetzt komm raus hier. Hand, kill, zeig dich, erscheine. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Spaghetti mit Senf. Was liegt denn hier im Buch? Töte sie, töte sie. Das hat ja auch mal funktioniert. Das ist ja echt schüchtern, ne? Erscheine, Sophie. Erscheine und töte sie. Hante. Irgendwo ging hier eine Tür auf. Kill. Aber wo? Zerstören. Sophie, erscheine. Hand, kill. Play. Showroom. Hallo? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Hallo, Sophie? Warst du das? Ja. Hallo? Hi. Hallo, Sophie? Hallo? Hallo, wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Hallo? Ist ziemlich langweilig. Ich warte. Jasmin, guck mal da rein. Nein. Wie funktioniert das? Nochmal. Warst du das mit der Tür? Jetzt lass das doch mal, du Jaffel. Ich versuch sie anzulocken. Du siehst aus, als wenn du kackst gerade. Ja, ich kann deinen Hintern sehen. Aber ich höre sie. Okay, ist sie da? Geh mal rein. Nee. Sophie! Wie viel Sanity habe ich noch? Weil der Spiegel zieht ja ein bisschen. Oh. Halt mal die Klappe. Da hat, glaube ich, gerade einer auf dem Klavier oder so gespielt. Ja, ich kann nicht mehr rein. Ich habe 0%. Oh, halt doch mal die Klappe. Ja, tu doch die Klappe. Wie soll ich denn das hören, wenn du die ganze Zeit quatscht? Geh doch rein. Geh du doch. Dann hörst du kannst sie anlocken. Am Arsch, ich hab 0%. Ja. Ich hab mein Bestes gegeben. Sophie! Mhm. Okay, geh mal rein, ruf Sophie und geh schnell wieder raus. Mhm. Sophie! Bist du noch draußen oder drin? So! Ich komm nicht weg. Scheiße! Ja, und ich hab, glaube ich, kein. Fuck, 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 fuck! Ich hab nicht mal mehr Fotos! Ist die Tür offen? Ja. Okay, warte. Sie hat mich. Die hat mich fast gefunden. Die hat mich fast gefunden. Wieso kannst du das. Nee, schade, kein Bild dabei. Mist. Meine Kamera ist leer. Weg mit dem Schrott. Ja, meine auch, aber ich habe auch nichts gesehen gehabt. Naja. Okay, wir können gehen. Du schaffst das immer. Ich wäre schon wieder draufgegangen, ey. Ich schaff das fast nie. Ja. Früher schon nicht gekonnt. Weglaufen. Mann, haben wir viele nichtssagende Bilder. Richtig schlecht. So, entkomme den Geist während deiner Jagd. Yes, habe ich geschafft.
EMF-Reader, Belohnung, Knochenbeweis, Fotos, 15%, okay. Dollar. Es war ein Opake? Hä? Das musst du mir jetzt mal erläutern mit deinen Orbs. Ey, du hast das doch selber gesehen. Hatten wir vielleicht gar keine Fingerabdrücke? Hä, doch. Ich hatte doch an der Tür Fingerabdrücke gesehen. In der Badezimmertür. Hm. Dem müssen wir auf jeden Fall investigativ nachgehen. Vielleicht hatten wir keine nachgehen. Gefriertemperatur, Herr Willis. Wir hatten noch durchgehend Atem. Ja, und warum ist das denn der Obake? Ja, frage ich dich. Hä, wir hatten doch die anderen Beweise alle. Ja, wir werden ja sehen, was beim Obake fehlt, ne? So, wir gucken nächste Folge mal nach. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Achso, und wenn euch das Format gefällt, lasst gerne ein Like da. Tschüss.